Yahya, du bist einer unserer Reiseleiter hier in Sharm el-Sheikh, betreust unsere Urlauber auch in den Hotels. Sag mal ganz kurz, was bedeutet dein Name, Yahya? Eigentlich mein Name Yahya ist ein Prophetenname, das ist Johannes auf Deutsch. Und das sage ich auch dann meinen Gästen immer, dass die, mein Name, auch dann, dass die Gäste meinen Namen nicht vergessen. Unsere Urlauber kommen hier in Sharm el-Sheikh an, sie landen mit dem Flugzeug. Ja. Und was passiert, wenn sie das Flughafengebäude betreten? Von der ersten Minute eigentlich dann, die Gäste, die werden einfach dann reinkommen in die Ankunftshalle. Und dann die Kollegen auch dann warten auf die Gäste, dass alles auch dann schnell geht durch die Passkontrolle und Kofferabgabe. Und wir warten auch dann draußen persönlich auch dann, wir begrüßen auch dann unsere Gäste persönlich und geben auch dann die schnelle Information, was die Gäste brauchen. Bis unserem Informationsgespräch. Super, also man wird schon im Flughafen in Empfang genommen, dann nochmal vorm Flughafen, im Bus, also eine Rundumbetreuung, wirklich toll. So, jetzt gibt es Urlauber, die einfach nur am Strand liegen möchten, faulenzen möchten. Hier ist das ganze Jahr schönes Wetter, das Meer lädt zum Baden ein. Aber es gibt auch Urlauber, die ein bisschen was erleben wollen, die vielleicht ein bisschen Kultur sehen möchten. Was wird hier angeboten? In Ägypten haben wir alles außer Schnee. Schnee gibt es in Deutschland, gibt es genug, aber wir haben auch dann hier Kultur, Geschichte, Landschaft, alles. Eigentlich die Gäste auch dann, die hier mal schnorcheln möchten. Wir haben die besten Möglichkeiten auf der ganzen Welt. Die Unterwasserwelt hier ist faszinierend. Fischen, Korallen. Ras Mohammed bieten wir, das ist auch dann das Naturschutzgebiet und das ist auch dann ein ganz schöner Tag hier dann auf dem Boot in Ras Mohammed. Und wer Kultur sehen möchte, was bietet ihr dort an? Wir haben hier in Sinai, ganz nah von uns, es ist Katharinenkloster mit Mosesberg, diese 10 Gebote und das ist auch dann eins von den ältesten Klostern auf der ganzen Welt. Jetzt geht es natürlich auch hier in die Mutter aller Städte. Ihr habt eine Hauptstadt, Kairo, die kann man sich auch anschauen, mit dem Flugzeug oder mit dem Bus hinfahren. Was kann man in Kairo sehen? Kairo ist Ägypten, kann man auch dann von hier besuchen. Die Gäste auch dann können fliegen, können einfach fahren. Und dort gibt es auch dann die wichtigsten Sachen auf der ganzen Welt. Pyramiden, Sphinx und das Ägyptische Museum mit den Mumien und die pharaonischen Monumenten und die Maske von Tutanchamun. Sag mir ganz kurz, wo hast du so gut Deutsch gelernt? Wie bist du dazu gekommen, diesen Beruf zu machen, Reiseleiter zu sein? Eigentlich deutsche Literatur habe ich auch dann studiert in der Universität in Kairo und habe ich auch dann hier nachher eine Ausbildung gemacht auch dann für Tourismus. Interessant. Ja. Ich wünsche dir viele Gäste, uns natürlich auch und Ihnen einen tollen Urlaub hier in Sharm el-Sheikh. Danke dir. Vielen Dank, Dana. Danke. Danke.